Die bisherige Saison von Union Berlin verlief ganz nach dem Geschmack von Sportdirektor Christian Beek. Der Sprung von der dritten in die zweite Liga gelang spielerisch. Seit Saisonbeginn waren die Eisernen nicht ein einziges Mal in der Reichweite der Abstiegsplätze. Und das, obwohl der Verein im Gegensatz zu vielen anderen Clubs über einen geringeren Etat verfügt. Wir sind überragend in die Saison gestartet, haben jetzt in den letzten Spielen ein bisschen Tribut zollen müssen. Auch durch verletzte Spieler sind wir vielleicht in die Situation reingekommen. Es war aber trotzdem bisher eine sehr erfolgreiche Saison, mit der ich absolut zufrieden bin. Ein entscheidender Faktor für den zufriedenstellenden Saisonverlauf der Köpenicker ist die beständige und weitsichtige Kaderplanung. Das Aufstiegsteam wurde ganz bewusst nur punktuell und positionsbezogen verstärkt. Ja, über all dem steht immer die gemeinschaftliche Geschlossenheit. Dazu gehört natürlich ein Gerüst, was man zusammen hat. Spieler, die sich kennen, Spieler, die den Trainer kennen, Spieler, die die Abläufe kennen, Spieler, die den Verein kennen. Und deswegen werden wir auch in naher Zukunft und auch in Zukunft nur Spieler dazu holen, die charakterlich zu uns passen. Dank einer gefestigten Mannschaftsstruktur und einem dadurch eingespielten Team steht der Berliner Kultclub nach 15 Spieltagen auf einem gefestigten 7. Rang. Der Blick geht nach oben und nicht nach unten und nun soll am Sonntag in Bielefeld auch endlich einmal ein ganz großer der Liga in die Knie gezwungen werden. Ich glaube, wir haben immer eine Chance, auch gegen die vermeintlich großen Spiele zu gewinnen. Wir haben eine Mannschaft, die viele, viele Stärken hat, aber natürlich auch Schwächen. Ich glaube, wenn wir unsere Stärken 100% einbringen und die Mannschaft sehr kompakt und diszipliniert mit einer geringen Fehlerquote Fußball spielt, dann können wir auch gegen einen vermeintlich Großen auch gewinnen und natürlich auch einen Punkt holen. Und deswegen fahren wir auch nach Bielefeld. Trotz des bisher zufriedenstellenden Saisonverlaufs verliert man bei Union Berlin aber nicht den Blick fürs Wesentliche. Und das Wesentliche ist derzeit ein zufriedenstellender Auftritt auf der Bielefelder Alm.